Es ist nun alles gesagt. Alles, was ich empfangen durfte, was an euch übermittelt werden sollte, ist gesagt. Es liegt nun an euch, wie ihr vorankommt, wie ihr mit den Dingen umgeht. Abdrushin, Ismael, Emmanuel, Parzival, sie alle sind hier auf dem Plan und es geht nun in die Endphase. Es geht so schnell, dass Menschen, die geistig nicht erwacht sind, Menschen, die noch glauben, sie hätten Zeit, dass die nicht mehr nachkommen. Abdrushin sagte damals, oft werdet neu, ganz neu, in euch und um euch. Werdet ganz neu, so neu, dass ihr das Neue empfangen könnt. Das war ein Gebot und die Menschen haben dieses Gebot nicht wahrgenommen. Sie versuchten, so rein wie möglich in Gedanken zu sein, aber das ist es nicht. Es ist nicht das Krampfhafte in den Gedanken sich rein erhalten, sondern es ist das tatsächliche Neuwerden. Neusein in allem wird gefordert. Nur schon der Gedanke, dass Abdrushin oft hier ist, bei den Suchenden, bei den kraftvollen, geistreichen Menschen, ein- und ausgeht dort, wo gerade Geistiges erblüht, wo der Mensch also in Reinheit dem Hohen sich hingibt, dort kommt Abdrushin vorbei, feinstofflich und gibt Anweisung oder legt einfach die Hand auf die Schulter, dass dieser Mensch nicht verloren geht. Was für ein Liebesakt von Abdrushin, dass er noch einmal über die Menschheit kommt. Ja, über die Menschheit, denn er kommt ja nicht in die Menschheit wie damals, als er das Wort brachte. Er kommt über die Menschheit, also feinstofflich, wesenhaft geistig. Genauso Parzival, wenn der Mannesmut den Mut des Mannes impackt, dann soll er aufblicken, wenn er berufen ist, und Parzival darum bitten, dass er mit ihm schreitet, mit dem heiligen Schwert, um auszulösen, was von Übel ist auf dieser Erde. Und es ist alles, bis ins Kleinste, von Übel, was die Menschen machten, was sie erdachten und in die Welt setzten. Es ist so von Übel, dass es nun lichte Streiter braucht, genauso wie der Erzengel Michael ein Streiter ist im Namen Gottes, so wird er feinstofflich die Brut, das Gewürm dieser Erdenmenschheit vernichten. Es wird also schon längst feinstofflich in regem Gange sein, was Gottes Wille ist. Wir werden es nun auch grobstofflich sehen. Wer mir folgen kann in diesen Gedanken, darf sich bei mir melden auf bm2022@gmx.ch. Er kann sich mir erkenntlich zeigen und ich gebe ihm auch gerne Auskunft über geistige Dinge. Aber jeder muss an jeder selbst vorangehen, als Einzelmensch. Wenn ich sagte, dass Zusammenschlüsse gut sind, dann alleine deshalb, weil darin Reibung entsteht. Die Reibung wird so stark, dass der Mensch daran reifen kann, viel schneller, als wenn er es alleine tut. Deshalb bleibt nicht alleine. Geht in Zusammenschlüsse. Ein solcher Zusammenschluss ist am 18. die Feier
2023, 18. Oktober. Der Ort wird noch bestimmt, aber den bekommen Sie, sobald Sie sich bei mir melden. Ja, was für ein schönes Land. Was für ein wunderbares Land. Was hat der Mensch daraus gemacht? Es wird alles in Trümmer gehen. Die Stürme werden daherbrausen, alles vernichten, was Menschenwille falsch erdachte. Es wird ein Schrecken werden für alle Menschen. Die Wasser, die Feuer, die Luft und die Erde. Sie werden beben, zischen, hochspringen. Es wird fackeln. Und in dieser Zeit kann kein Mensch auf dieser Erde sein. Es wird Grauen, ein Grauen sein für den Menschengeist, wenn er von oben herab dann blickt, was da unten geschieht, die große Reinigung. Der große Komet, der Stern, er ist in großer Schnelligkeit rast er auf der Erde zu. Es geht nicht mehr lange und die Forscher werden in Schrecken künden davon, dass ein Stern die Erde zertrümmern will. Das ist aber nicht so. Der Stern kommt nur in die Nähe, so nahe, dass wir ihn sehen. Er wird heller sein als die Sonne und die neue Sonne erstrahlt dahinter. Es kommen Dinge, neue Dinge und Abdurjin hätte gerne noch davon gekündet. Er hätte gerne noch der Menschheit mehr gesagt, ab 1938. Aber es war ihm versagt, er durfte nicht künden. Es war Krieg damals und er durfte nicht arbeiten für das Licht. So ging die Seele Abdurjin als Überhitzung nicht mehr das Geistige aufnehmen dürfen, so verbrannte er innerlich und ging 1941. Abdurjin ist also wieder hier. Auch Jesus ist wieder hier. Nur er ist in Immanuel hier. Wer ihn sehen kann einzeln, das kann kein Menschengeist, denn diese Göttlichen sind viel zu hoch und als dass jemand, er müsste von oben kommen oder müsste einen Funken von oben erhalten, damit er diese Gottes Söhne sieht. Der Mensch, das Menschentum, es greift um sich. Es kann nicht aufgehalten werden, dieses Dunkel, denn es muss zermalmt werden. Und es wird sich zermalmen, zersetzen, es wird sich selbst kaputt machen. Denkt in vollster Überzeugung, im Glauben an Gott. Seid überzeugt, dass euch geholfen wird. Und da kann euch nichts geschehen. Alle Schrecken kommen nur an die Grenze. Aber seid wachsam. Denn vieles, was euch trifft noch, muss euch nicht treffen. Ihr habt es selbst gewollt. Also seid wachsam. Schaut auf die Symbole täglich. Denn auch darin sind geistige Helfer losgeschickt, um euch die Wege zu zeigen. Schaut auf die Symbole täglich. Ihr Immanuel Markus.